haben mich noch in den 80er Jahren matschverkrustet angefixt, die 1000 Meilen mit Land Rover und Löcher in den Sohlen durch unwegsamen Busch abenteuerten, furchtlose Franzosen von Paris aus mit einzylindrigen XTs sich auf den Weg machten, Dakar zu erreichen, oder graswarenrauchende Hippie-Aussteiger in altersschwachen Möbelkoffern über den Pamir Highway in Richtung Indien aufbrachen. Ist das Abenteuer heute gesellschaftsfähiger und breiter aufgestellt? Die Alternative zu All-Inclusive und Pauschal findet sich auf der größten Spezialmesse dieser Art, der Abenteuer- und Allrad in Bad Kissingen. Vom Abenteuerspielzeug für die Kleinsten bis hin zum Einfamilienhaus auf Rädern. Besonders interessant sind die vielfältigen Varianten und finanziellen Stufen dieses Abenteuers auf Rädern. Vom einfachen Dachzelt über den belastbaren Wohnanhänger, von der Ausbaubasis bis hin zum ultimativen Truck und diesen gern auch mit drei oder sogar vier angetriebenen Rädern. Alles ist in Bad Kissingen vertreten. Das Besondere gerade dieser Messeveranstaltung ist, dass die ausgestellten Exponate nicht nur eingehend angeschaut, sondern tatsächlich auch ausprobiert werden können. Auch unter den erschwerten Bedingungen einer Vielzahl von Matschgruben, extremen Bodenverwerfungen und Wassergräben sind sich die Aussteller nicht zu schade, Mitfahrmöglichkeiten anzubieten.